Und damit hallo zur Nordland-Trilogie mit dem ersten Teil der Schicksalsklinge. Ja, nee, wir machen das praktisch nicht mit der Neuauflage, was ja eine total bessere Grafik hätte und alles, sondern wir nehmen uns den alten Teil. Ist natürlich klar, ne? Ja, ich habe den versucht, halbwegs hinzubekommen. Ich habe gelesen, ist auf Steam, ich hatte ihn damals auf Steam mitbekommen. Ich glaube, der war sogar kostenfrei auf Steam, wenn man sich das alte, wenn man sich die Neuauflage geholt hat. Da war ich in so einem Bundle, als ich mir das damals geholt habe. Deswegen habe ich es dort, aber auf GOG die Version soll besser laufen. Aber okay, können wir jetzt leider nicht ändern. Ich habe natürlich auch keinerlei Ahnung mehr, weil ich bin ja äußerst vergesslich, wie das ganze Regelwerk von DSA funktioniert, sondern nur noch in den Grundzügen weiß ich da ein bisschen was. Aber ja, eigentlich sollten wir Anfänger spielen. Wir spielen natürlich Fortgeschrittene, weil hier das, ja, das macht es ja aus, ne? Das macht ja das Spiel aus. Ich habe gespielt hier. Die Schicksalsklinge, habe das nie beendet, weil mir das zu schwer war damals, so in meiner Jugend. Ich habe Sternenschweif gespielt und beendet damals, das weiß ich noch. Auf welchem Weg auch immer, ich glaube, da gab es noch 1000 Aufgaben, die da auch zu erledigen waren oder erledigt werden konnten, aber das habe ich tatsächlich geschafft. Das war auch zugänglicher ein bisschen. Ne? Ich glaube, da konnte man sich auch auf der Automap, konnte man sich da Notizen machen und. Da waren einige Dinge dabei, die waren schöner. Deswegen ein bisschen Hilfe hier wäre schön. Wie gesagt, das Ganze wird sehr, sehr unregelmäßig sein, wenn wir das spielen hier. Aber ich habe jetzt wirklich im Zuge vom Ende des Kingmaker ein bisschen Bock drauf bekommen und deswegen musste ich es jetzt sofort auspacken. Das ist manchmal so, geht euch bestimmt manchmal auch so. Da will man unbedingt ein Spiel wieder auspacken aus der Klamottenkiste. Ja, das Schöne ist ja, dass man da auch Fehler macht und ihr werdet mich milde belächeln und das zu Recht. So, achso, ja, yeah, das stimmt. Das war das. Was war das für eine Seite? 87. Ich glaube, das hieß Abschnitt. Bin mir nicht sicher. Doch. So, wir beginnen mit der Generierung. Und da bin ich jetzt gespannt, was wir reißen können, wie unsere Gruppe am Ende aussieht. Normalerweise müsste ich sowas mit euch machen, ne? Im Livestream. Das wäre eigentlich besser. Ne? So, los geht's. Ja, die Maus ist durch die DOS-Box, ich glaube, ein bisschen zu schnell. Ich habe ja schon die Sensitivität ein bisschen runtergestellt, aber ist trotzdem noch. Ist alles, ne, mit Vorsicht zu genießen, aber wir machen es einfach, wie es kommt. So, als erstes braucht man Namen. Und unser erster Held ist der Torwaller, der am Anfang gesprochen hat. Und wie nennen wir den? Wir machen das Ganze mal ein bisschen leiser, denn ich finde auch die Soundeffekte dazwischen, die muss man nicht unbedingt hören. Wartet mal einen Moment. Okay. Ja, unser Torwaller heißt natürlich Gedwin, ist natürlich klar. Und dann brauchen wir das Geschlecht. Ja, nee. Ach so, hier oben. So, das wäre hier der Spiegel, der Venusspiegel. Für das Weibliche und hier das Speer oder wie man es denn auch nennen will, für das andere. So, dann hätten wir das Geschlecht. So, jetzt könnten wir Werte ändern. Ja, schon. Wo mache ich das?
erzählt mir. Oder müssen wir weiter jetzt? Name, Geschlecht. Achso, Typus noch. Da steht ja zuerst Grundwerte ermittelt. Wir scheitern schon an den ersten Dingen. Größe, Gewicht, Schutzgott, Vermögen. Grundwerte ermitteln? Aber das wollte doch nicht so richtig. Werte ändern? Werte zu ändern müsste diese erst festgelegt werden. Ja, ist richtig. Neue Werte? Ah, okay. Gut, los geht's. So, wir... ich mach's so, also man kann natürlich würfeln ohne Ende. Und ihr wisst, ich bin immer jemand, und das könnte natürlich auch sein, dass das bei meinem ersten Versuch mit der Neuauflage ein Problem war, dass ich die Werte so nehme, wie sie kommen. Nehmen wir einen Krieg, einen Torwaller, ne? Und da braucht man tatsächlich auch ein paar Werte, die sein müssen. Andere eher nicht. So, wir haben Eigenschaften für 13. Das würde ich tatsächlich gleich mal in den Mut legen oder vielleicht noch besser sogar in die Körperkraft. Wir haben ja vielleicht sogar noch lieber. Oh, eine 8. Ja, er ist nicht gerade der Klügste. Oh, noch eine 13, das haben wir tatsächlich gleich in den Mut rein, denn Torwaller ist mutig und kräftig. 9. Gewandtheit wäre vielleicht eine Idee für einen Torwaller. Oder... Oder, was denkt ihr? Körperkraft, Intuition, Gewandtheit, oder? Doch, ich denke, wir machen es in Gewandtheit. Dann passt es vielleicht. Vielleicht kriegen wir noch, weil wir können ja noch viel schlimmere Würfe bekommen. Also ist es. Aber jetzt haben wir eine 11 bekommen. Das wäre natürlich dann doch gut gewesen. Vielleicht hat er ja eine... In Charisma hat unser Held schon ein bisschen, unser Torwaller. 8 Fingerfertigkeit. Ich weiß gar nicht, wie der niedrigste Wurf hier ist überhaupt. Was das für ein Würfel ist, mit was die da würfeln. Bin ich mir nicht mehr sicher. Fingerfertigkeit von 8? Oder lieber in die Intuition rein? Obwohl, ein Torwaller ist ja auch ein bisschen fingerfertig. Ich denke schon, ne? Da muss er Netze knöpfen. Jetzt haben wir die 13. Danke für das Gespräch. So, Aberglaube. Ja, der ist schon... Ein Torwaller ist schon sehr abergläubisch. Oh, was haben wir für blöde Werte. Er ist auf alle Fälle sehr jähzornig, unser Freund. Ein Vierer... Nehmen wir es mal in Raumangst. Boah, schon wieder ein Sechserwurf. Wahnsinnig. Wir haben hier echt ein bisschen Pech, ne? Höhenangst. Aber der muss auf den Mast draufsteigen und auf Segel eher nicht, ne? Dann ist unser Freund sehr goldgierig. Nutzt nix. Oh, 7. Wird immer schlimmer. Hier zählt ja nun wirklich der wenigste. Ja, dann sind wir sehr neugierig. Ich mach's mal in die Höhenangst. Nee! Ja, genau. Nee, passt. Höhenangst 4 ist in Ordnung. Uiuiuiuiui. Das ist natürlich ein Ding gewesen. Also, zuerst den Namen, dann das Geschlecht. Dann machen wir hier praktisch die Werte, ne? So. Werte werden nicht geändert. Typus wählen. What? Ich denke, damit ist ein Torwaller möglich. Hm.
Ach nee, 7 ist Aberglaube. Entschuldigung. Müssen wir doch nochmal würfeln. Schade. Ja, es wird was Größeres. Nee, 7 ist Aberglaube. Das brauchen wir tatsächlich. Also nochmal neue Werte. Ach, und diese verwerft alle bisherigen Werte. Ja. So, nochmal. Körperkraft. Mut. Wird besser. Sieht gut aus. Zur Zeit noch. Gewandtheit. Oh, jetzt haben wir aber einen Torwalle. Ich sage euch eins. Was machen wir denn da vor lauter... Ach, Charisma. Oh, was wird denn das? Das wird ja ein Monster. Intuition? Ah, jetzt wird's schlimmer. Machen wir noch Fingerfertigkeit. Oh, und noch klug. Jetzt mal ganz ehrlich. So, das müssen wir in Aberglaube investieren. Die 7. Das machen wir in Goldgier. Oh, den Dreier machen wir tatsächlich mal in Totenangst, weil die fürchten sich ja nur, wenn der Himmel drauf stürzt. Können wir natürlich auch in Höhenangst. 5 in Jähzorn. Oh, neugierig. Ja. Machen wir hier Raumangst. Sehr schön, dann haben wir hier noch Höhenangst. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt den Typus wählen können. Ja. Also ein Turballer. Da haben wir ihn. Jetzt müssen wir nur noch schauen, was wir für ein Bildchen nehmen. Ja. Ja. Wäre eine Idee. Haben wir auch noch einen, der... Obwohl, um ehrlich zu sein, der gefällt mir am besten hier. Brauch ein bisschen einen bärtigen Xillen. Schutzgottes 4 Ruhen. Aha. Okay. Wir haben so gar keine Magieresistenz. Wir haben aber jämmerlich Leben und Ausdauer. Also das ist ein Monster hier. Wir haben 50 Dukaden. Das ist ein Wort. Gut, was haben wir noch? Hält speichern, oder? Das war's. Ich denke, mehr gibt's nicht. Geschlecht haben wir, Wert haben wir, Typus haben wir. Aber müssen wir nicht noch... Wartet mal. Müssen wir nicht noch... Genau. Wusste ich's doch. Müssen wir nicht noch hier was investieren? So, wir werden natürlich in Äxte. Müssen wir da draufklicken? Wartet. Achso, hier. So, wir fangen mal an im Kampf. Und zwar Äxte. Schön. Probieren wir nochmal Äxte. Waffenlos sollte auch gut sein. Warte, dann machen wir gleich mal waffenlos. Sollte auch ein guter Faustkämpfer sein. Oh, wirklich. Soll es ein guter Faustkämpfer sein, bitteschön. Danke. So, Körper... Würde ich sagen, ja, ein guter Zecher muss es schon sein, ne? Da kann man nichts ändern dran. Reiten. Ja, aber reiten wäre schon nicht schlecht, wenn zumindest 0 auf 0. Klettern, ja. Schwimmen auf alle Fälle. Ein guter Schwimmer. Wir machen mal bis 10, dann werden wir uns noch ein bisschen oben im Kampf. So, was haben wir noch? Selbstbeherrschung ist auch nicht so schlecht und Körperbeherrschung, ne? Wir machen mal eins in Körperbeherrschung und eins in Selbstbeherrschung. Schleichen wäre ganz gut, wenn wir 0 auf 0 kommen. Falls wir uns irgendwo vorbeischleichen müssen. Verstecken ist halt so ein Ding bei ihm, ne? Hm, haben wir noch einen erstmal. Ah.
Körper. Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Körperbeherrschung war, glaube ich, wichtig beim. Außerdem beim Zechen und sowas. Bin mir nicht mehr sicher. Selbstbeherrschung braucht man gar nicht so, weil der ist ja auch ein bisschen jähzornig unserer. Ich würde trotzdem nochmal in. Obwohl in Klettern, wir werden wahrscheinlich auch über einiges an Bergen stiefeln müssen. So, im Kampf. Wie gesagt, wir gehen nochmal auf Äxte. Ach nee, dürfen wir nicht. Dann gehen wir im Kampf tatsächlich auch auf Schwerte, falls unsere Äxte kaputt gehen. Denn das ist ja so das große Manko hier. Oder wollen wir auf einen Zweihänder? Kann der auch mit einem Zweihänder draufkloppen? Müssen wir uns entscheiden. Oder einfach mit einer Hiebwaffe. Einfach mit einem Prügel drauf. Ja, wir machen mal Hiebwaffen. Das ist so unser zweites Standbein. Und da kann ich jetzt auch nur ein, oder was? Ja. Also bei Kampf kann ich wahrscheinlich insgesamt nur ein. Ja, dann hauen wir trotzdem gleich mal was in Schusswaffen noch rein. Das andere lassen wir. Und waffenlos genauso, oder was? Ja. Na, dann mache ich den Rest noch in Körper. Dann lassen wir ihn noch. Trotzdem mal verstecken. So, den Rest. Ist halt ein guter Zecher, ne? Unserer. Ist ein totaler Zecher. Okay. Reicht aber jetzt mit Zechen. Körperherrschung, wenn es geht noch. Machen wir sogar noch einen, wenn es geht. Hier gehen nur zwei Punkte. Ist in Ordnung. Akrobatik ist, glaube ich, wird ab und zu mal auch abgefragt, deswegen 0 auf 0. Nein! Ja, war gar nicht so schlecht, aber leider. So, gehen wir tatsächlich mal eins auf Klettern. Dann haben wir noch einen. Ja, ein Schwimmen, ne? Machen wir noch einen in Schwimmen. Es ist ein guter Schwimmer. Ja, ich weiß. Okay, was haben wir noch für Unglückstypen. Also es wird jetzt eine lange, lange Folge nur aus Steigerung bestehend. Ne? Wer das nicht mit anschauen will, dann lieber nicht. So, unser Freund. Unser Freund ist erstmal in. Ist erstmal götterkundig. Und sprachengewandt. Ach so, hier hätte ich auch gekonnt. Au, das ist blöd gelaufen. Ah, das gehört alles dazu hier. Oh, das ist tatsächlich blöd gelaufen. Da haben wir zu viel ausgegeben. Oh, Mist. Weil hier bräuchten wir dringend so Dinge wie Heilen, Krankheiten und so Zeug. Heilen Wunden, ne? Müssen wir beim nächsten Aufstieg, ne? Müssen wir hier rein investieren. Ganz denk dran. Uiuiui, ui, ui. Da haben wir schon verskillt am Anfang. Was haben wir noch? Tage Bradewerte. Ja, das ist immer so ein Ding. Den Attackewert erhöhen bei Äxten. Nee, lass mal stecken. Hiebwaffen. Bei Hiebwaffen machen wir Attackewert erhöhen. Waffenlos. Ist der auch eher ein Schläger statt ein Dicker? Okay. Ja, das war natürlich ein Fehler ohne Ende. Gebe ich zu? Müssen wir bei der nächsten Steigerung von unseren anderen Mann, müssen wir da echt aufpassen. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ne? Ich werde jetzt einen Teufel tun, das Ganze nochmal zu machen. So, dann speichern wir. Ja. So, Gedwin ist gespeichert und ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen überhaupt. Wie viel waren es denn immer? Wie viel konnten wir denn immer mitnehmen?
Ey, warte mal. Nicht, dass wir jetzt hier einen falschen. Nee, wir. Hält speichern. So, ja, anscheinend ist es so, dass es doch nicht einfach. Also, dass man da hier trotzdem einfach neuen Namen, neues Geschlecht, Werte ändert und so weiter eingibt. Und dann neuen Typus wählt. Und ich denke, dann müsste es auch gehen. Also, was haben wir. Wen nehmen wir noch als mit? Also, wir haben einen Torwaller, dem wir eine kleine Hintergrundgeschichte verpassen. Und anhand seiner Werte ist so echt ein goldgieriger Sack. Mehr oder weniger, ne? Müssen wir dann mal schauen, wenn wir nochmal auf seine Werte schauen, was wir eben für eine kleine Geschichte vielleicht verpassen. Was nehmen wir denn noch mit? Ich würde sagen, einen Schurken auf alle Fälle. Wollen wir eine Schurkin? Ich bin mal für eine Schurkin. Und wir nennen sie mal Sarah. In Anlehnung an Dragon Age, wo ich das Lied von Sarah so nett finde, so gut finde, ne? So eine Schurkin wäre ja entweder man nimmt einen Gaukler hier oder einfach eine Streunerin, ne? Bei so Dingen. Wir nehmen mal eine Streunerin, oder? Bräuchte natürlich eine hohe Fingerfertigkeit. Dann ändern wir mal, warte mal, ändern wir mal das Geschlecht hier. Und dann geht's los mit neue Werte, ne? Okay. So, wir haben 9. 9 ist natürlich echt doof. Mit 9 kommen wir nicht weit. Ich würde sagen, eine Schurkin müsste schon ein bisschen klug sein. Also sie muss nicht muss sie mutig sein, eine Schurkin? Sie braucht aber nicht die Welt an Körperkraft. Ach, die müsste eigentlich überall gut sein, ne? Aber so, dann haben wir 10. 10 ist auch nicht die Welt. Vielleicht in. Ja, gewandt hat er nicht. Da bräuchte sie auch was. In Intuition geben wir immer 10. Am Ende doch, ne? So, 13 wäre jetzt schon mal gut in Fingerfertigkeit reinzustecken. Oh, jetzt kommen wir wieder mit einer 9 an. Ja, der ist ja doch nicht die klügste. Oder die charismatischste. Jetzt haben wir die 13. Würde ich ganz gerne in Gewandtheit, wenn sie so hin und her über die Stadtmauern zischt. Jetzt haben wir wieder die blöde 9. Ja, müssen wir erstmal in Klugheit stecken, ne? Mut kommen wir nicht weit, ne? Müssen wir nochmal machen. Brauchen wir leider nochmal einen Durchlauf, weil das reicht uns nicht für einen Streuner. Probieren wir es nochmal. Also, New. Yes. Okay. So, jetzt sind wir mit 12 dabei. Das stecken wir tatsächlich mal in Mut rein. Ja, jetzt haben wir das blöde 10. Was haben wir gesagt mit 10? Jetzt können wir doch mal in Körperkraft stecken. 13 Fingerfertigkeit. 10 wieder. Vielleicht doch mal in Klugheit, oder? 12 reicht uns nicht, aber würde ich gern in vielleicht Intuition. 13 ist super. Gewandtheit. Nochmal 10 in Charisma. Ich glaube, jetzt soll es funktionieren. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren nach Adam Ries. So, jetzt schauen wir mal. Aberglaube. Ja, die ist jetzt nicht so abergläubisch, meine. Höhenangst hat sie natürlich gar nicht. Raumangst auch nicht. Eine Goldgier könnten wir ihr tatsächlich mal geben. Oh man. Eine Neugier auf alle Fälle. Oh, wir haben eine sehr. Sehr todesängstliche. Ne, ist eine sehr jähzornige Streunerin. Wir haben lauter jähzornige, oder? War nicht unser Torwaller auch jähzornig?
Das würde ich tatsächlich mal in Höhenangst rein. Das würde ich tatsächlich mal in Totenangst rein. Ist sie doch abergläubisch, ne? Also sie ist doch ein bisschen abergläubisch, wenn eine schwarze Katze unter der Leiter durchläuft. Zumindest hat sie wenig Raumangst. Das passt auch, finde ich. So, ich hoffe, dass der Typus jetzt zu wählen geht. Yes, Streuner. Schau mal, wie sie ausschaut. Ja, das ist eher eine Gauklerin, wäre das hier. Ja, das wäre eine Streunerin, tatsächlich. Die sieht nicht so richtig wie eine Streunerin aus. Dann bist du unsere Streunerin. Ist in Ordnung. Sera. Beide haben wir nichts, ne? Name, Geschlecht, das war's, ne? Okay. Die hat überhaupt, die hat ein paar Silberlinge. Mehr ist da nicht zu machen. So, jetzt müssen wir hier echt mal schauen. Als erstes, ja, die ist natürlich in Stichwaffen und waffenlos gut. Also, geht schon gut los. Halt. Oh, wirklich. Unser Würfelglück am Anfang, ne, mit dem 13-13, aber dann hat es uns komplett verlassen. So, dann noch in Stichwaffen. Und dann würde ich es halt gerne in Schusswaffen vielleicht noch. Oder ne, Wurfwaffen, so Messer, wisst ihr? Finde ich gut. Hätte man vielleicht auch beim Torwelle machen können. Beim Körper. Ja, unsere Streunerin soll schon ein bisschen auch was verdienen, so nebenbei. Mit Tanzen zum Beispiel. Geht es? Und ja, die soll schon ein bisschen in Akrobatik. Sonst ist sie eigentlich ganz gut. Dann schauen wir mal jetzt, was wir hier noch haben. Sie sollte natürlich eine Falscherin sein. Ganz klar. Und ja, Gassenwissen auf alle Fälle. Aber warten wir erst mal ab. Falschspielerin ist er auf alle Fälle und eine Taschendiebstählerin. Oh, hier müssen wir jetzt erst mal rein investieren. Nutzt nichts. Schlösser. Schlösser. Der, wisst ihr, der hilft halt nichts. Ne? Ja, 2 Punkte ist in Ordnung. So, Taschendieb. Schade. Taschendieb. Schade. Oh man. Oh, jetzt wollen sie es uns aber zeigen, ne? Dass wir nichts können. Boah, wirklich. Dann nochmal Taschendieb. Na los, dann mach nochmal. Jetzt probier es nochmal. Jetzt ist mir egal. Ach, eine 3 Fehlversuche. Ja klar. Die könnte auch noch ein bisschen eine Giftheilerin sein. Oder ne, eine Wundenheilerin. Ja, ich weiß. Leider. 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 So,
Was haben wir hier mit Stichwaffen C9? Lasse ich tatsächlich mal. Ja, ihr könnt mir sogar andersrum machen. Dass wir Parade. Dass er eher eine Defensive ist. Aber wir lassen es tatsächlich mal. Wurfwaffen? Aber in Wurfwaffen können wir doch nichts machen, ne? Nee. Waffenlos machen wir tatsächlich mal so rum, dass es sich eher verteidigt, als dass er durchschlägt. Okay. Dann können wir es ja speichern, ne? Und ihr Schutzgott ist Zar. Okay. Nächster Held. Ja, wir nehmen als nächstes. Was machen wir als nächstes? Magier brauchen wir. Ne? Magier, der nach Torwall gekommen ist, um... Gibt es dort irgendwas, was man magisch studieren könnte? Nicht wirklich, ne? Magier. Oder machen wir eher... Nehmen wir mal eine Hexe mit rein. Oder nehmen wir mal eine Hexe mit rein? Das wäre mal was ganz anderes, oder? Die gekommen ist nach Torwall. Vielleicht hat ja die Streunerin die Hexe bestohlen und die hätte dann einen Fluch drauf, der sie ein bisschen an sich bindet. Das wäre doch eine Idee, oder? So als kleine Zwischengeschichte. Okay. Dann wird der Name der Hexe... Puh, schwierig zu sagen, ne? Garan... Wartet mal. Garantula. Hört sich irgendwie hexisch an für mich. Garantula. Geschlecht lassen wir. So, dann können wir schon in die neuen Werte. Das andere haben wir ja gespeichert, ne? Dürfte nichts passieren. So, Garantula, los geht's. Als Hexe bin ich mir jetzt nicht sicher. Brauchen wir einen hohen Charisma-Wert und einen hohen Intelligence-Wert. Intuitionswert. Also, wenn ich das so sehe hier. Und... Eine Hexe hat überhaupt eine hohe Höhenangst. Anscheinend. Echt? Eine Hexe? Ach nee, kleiner als 5. Entschuldigung. Ja, die darf ja keine hohe Höhenangst haben, weil die reitet ja mit einem Besen durch die Lande. Ja gut, dann probieren wir es, ne? Hexe. Also ich, wie gesagt, ich denke, es war Charisma oder was Klugheit. Und dann, ich blick da hier nicht ganz durch. Und das ist Intuition. Was haben wir denn? 11? Das kann man ihr ein bisschen in Mut verleihen. Au, 10. Körperkraft? Schon wieder 10. Charisma. Wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer. Geben wir ihr mal in Gewandtheit. Es wird. Müssen wir in Fingerfertigkeit. 12 gingen noch in Intuition. Aber, Klugheit. Ach nee, wir haben ja gesagt, Charisma brauchen wir noch hohes. Nee, dann wird das alles nix. Da müssen wir nochmal durch. Also, das wird nix. Da kriegen wir den Typus nicht zusammen. Also nochmal neue Werte. Ja. So, nochmal 11. Machen wir wieder Körperkraft. Wird immer schlimmer hier. Was ist immer so? Charisma und Intuition.
Ja, man weiß es halt nicht, ne? Ich glaube, die braucht trotzdem auch ein bisschen Fingerfertigkeit, um irgendwelche kleineren Zauber zu wirken. Deswegen müssen wir ihr ein bisschen... Aber Mut braucht man fast für alles, ne? Blöder Mut, Klugheit. Eine blöde Hexe? Mit viel Charisma? Okay, das wäre eine Idee auf Intuition. Oh, ist das ein schlechtes Gewürfel hier. Ist das ein schlechtes Gewürfle? Hm, 12 Gewandtheit vielleicht? Oder gehen wir doch in Fingerfertigkeit? Oh Gott. Nee, schaffen wir wieder nicht. Charisma und Intuition, glaube ich, brauchen wir. Also, nochmal. Oh, so eine Hexe kriegst du gar nicht so einfach zusammen hier. Also nochmal, neue Werte. Boah, es geht ja gleich gut los. Machen wir gleich in Körperkraft. Das machen wir gleich in Intuition. Aber es wird nicht besser. Klugheit. Fingerfertigkeit. Mut. Oh, jetzt wird's Swiss. Jetzt müssen wir nur... dürfen wir nur nicht... Ich glaube, die Höhenangst, ne? Kleiner als 5 machen. Also machen wir gleich die Höhenangst hier. Wenn noch was Schlimmes kommt. Die ist natürlich hoch im Aberglauben, ne? Eine Hexe ist ja neugierig. Und hat wenig Totenangst. Sie ist besonders hier, ist eine ganz jähzornige Runde. Ne, geben wir ihr mal eine hohe Raumangst. Weil die ist ja eher in der Wildnis zu Hause. So, eine Gold. Komm, wir geben der mal nicht so eine hohe Jähzornigkeit. Okay, jetzt ist dasselbe in grün. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Typus passt. Ja, tatsächlich. Ah, das weiß ich immer nicht. Umwandeln in, ja, möchten Sie Steigerungspunkte in, ich glaube, in Zauberpunkte umwandeln, ne? Ne, das wollen wir am Anfang erstmal nicht. Oder? Wollen wir es? Ja, doch. Mach mal. Wie viel Zaubersteigerung wollen Sie in Talentsteigerung um... Nee! Ach, Zaubersteigerung in Talentsteigerung? Nee, Entschuldigung. Null. Wenn's geht. Jetzt, wie viel Talentsteigerung in Zaubersteigerung? Machen wir insgesamt 5. Ist in Ordnung. So. Wie siehst du aus, meine Hexe? Ja, die ist schon gut. Könnte auch sein. Nee, gefällt mir nicht. Nee, gefällt mir auch nicht. Nö, ist auch nix. Wir lassen sogar die. Sieht hexenmäßig aus. Gut. So, ja, wie... Ja, Stich... Speere... Da können doch auch Stäbe dazu, oder? Wir machen mal im Kampf Stichwaffen tatsächlich. So Dolche, Zeugs, Bums, ne? Und Speere. Und Wurfwaffen. Schade. Komm, wir machen gleich noch Schusswaffen dazu. Vielleicht kann es ja mal irgendwas... Eine Schleuder oder so. Geht das? Haben die dort Schleuder? Bin mir nicht ganz sicher.
ja schön. So, beim Körpern. Eigentlich müsste ich doch. Ich weiß immer, dass wir hier eines machen müsste. Ich weiß immer nicht, ob es Körperbeherrschung war oder Selbstbeherrschung. Oder sogar bei Natur. Ne, hier, die Intuition. Ja, nee, jetzt nicht. So, pass auf. Hier würde ich gerne ein bisschen zu heilerisch so eine Hexe auslegen. Nee. Obwohl, Pflanzenkunde wäre eigentlich auch ganz nett für dich. Gift. Gerne. Krankheiten auf alle Fälle. Das wird nochmal ein großes Problem. Mach nochmal gleich Krankheiten. Und dann mach gleich nochmal Gift. Und dann mach gleich nochmal Wunden, weil da möchte ich dich auch rauf. Und das, ihr seht, das ganze biblische Maße geht jetzt nach oben. Ah, Mist. Wollen wir es nochmal probieren? Einmal noch. Danke. Was haben wir hier noch? Ach ne, hier ist ja noch die, okay. Pflanzenkunde, Wildnisleben, Tierkunde. Ja, wir werden auf alle Fälle noch einen Waldläufer mit reinnehmen, der aus dem Walde kommt. In unsere Sechsergruppe, ne? Deswegen. Das war jetzt durch, ne? Mit Krankheiten und so. Ja, mehr als zwei geht nicht. Ich glaube, die anderen habe ich auch alle zwei. Machen wir nochmal Pflanzenkunde, falls wir es können. Yes. Das ist gut. Gibt's sowas wie. Alchemie? Okay. Ist ein bisschen wenig, ne? Dann könntet ihr nämlich ein bisschen alchemistisch noch. Aber okay. So, was kann sie hier? Ne, halt. Was kann sie hier? Stichwaffen? Würde ich halt auch eher in Parade gehen. Und wo sind meine Speere? Ne, das lassen wir mal. Da ist ein Wirbelwind, ein Speerwirbelwind. So, und jetzt haben wir hier die Zauberformel, ne? Da bin ich mir natürlich nicht mehr sicher, was das einzelne Heilung auf alle Fälle Hexenspeichel. Aber da bin ich raus. Ich weiß es nicht mehr. So, was haben wir noch? Tiere heilen. Vielleicht. Große Gier. Ich weiß nicht mehr, was das alles gebracht hat. Was das alles war, die ganzen Zauber. So, Beherrschung, Bewegung, Illusion, Verwandlung, Veränderung. Okay. Sanftmut. Könnten wir machen? Krähenruf auf alle Fälle. Wie viel dürfen wir denn da eigentlich? Auch zwei? Okay. So. So, dann haben wir Bewegung. Die kann recht wenig. Exposamik-Kreatur. Wäre eine Idee. Ich glaube, eins ging noch, ne?
Illusion. Auch Hexenknoten und harmlose Gestalt. Illusion. Und Hexenknoten. Ich weiß gar nicht, ob bei dem Zeug... Ne, da geht auch keine Steigerung mehr. Blitz dich find, auf alle Fälle. Im Kampf ist es immer schön, das dabei zu haben. Oder geht tatsächlich nur eine? Radau? Meinethalben. Oh, Hexenblick. Machen wir mal eins. So. Und jetzt müssen wir halt noch ein bisschen sehen, ne, was wir noch machen. Hier würde ich sagen, wollen wir trotzdem mal diesen Fulminictus Donnerkeil angehen. Wird ewig dauern, weil wir ja nur eins können. Das sind also 10 Steigerungen. Puh. Den brauchen wir eigentlich gar nicht in Angriff zu nehmen, ehrlich zu sein. Das wären 10 Steigerungen. Eisenrost könnten wir eventuell angehen. Aber mit Fulminictus kommen wir bei der Hexe nicht weit. Feuerbann. Fingerfertigkeit steigern. Wäre eine Idee. Geht auch nur eins. Feuerbahn. Amatrutz würde ich tatsächlich gern. Ja, leider. Leider. Feuerbahn. Okay. Und es geht auch nur einmal, ne? Ne, das geht sogar zweimal. Was ein Amatrutz geht nicht. Okay, mehr brauchen wir dann nicht. Mehr brauchen wir tatsächlich hier nicht. So, jetzt gehen wir weiter zurück. Foramen nur. Wäre eine Idee. Exposami Creature. Okay. Eigenschaften seit gelesen, ja. Odem Arcanum. Warum eigentlich nicht? Geht das nochmal? Natürlich nicht. In die Dämonologie noch mit Geisterbann rein? Die kann sehr wenig, ne? So eine Hexe. Die ist... So eine Hexe ist jetzt nicht die große Meisterin. Dann wollen wir mal den bösen Blick auf alle Fälle noch. Weil das ist doch nun wirklich was Hexisches, oder? Und Band und Fessel machen wir tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, wie viel Steigerungen da überhaupt möglich sind. Große Gier, haben wir das schon? Und Hexenspeichel haben wir, ne? Haben wir alles gemacht. Ne, haben wir nicht. Dann machen wir es gleich, ne? Ah, wirklich. Okay. Tiere heilen, okay. Wer weiß, vielleicht braucht man es mal. Oder haben wir jetzt nicht alles rein? Verwandlung beenden. Beherrschung brechen, das würde ich gerne in Angriff nehmen. Wenn es nochmal ging, meinethalben. Illusion zerstören, könnte man tatsächlich auch mal in Angriff nehmen. Nee, Antimagie.
Vielleicht mal noch zwei, ne? Probieren wir nochmal den Zwang. Sanftmut haben wir schon wahrscheinlich. Ne? Cool. Krähenruf hat man, glaube ich. Dann machen wir mal Geisterbann. Gehen wir tatsächlich hier nochmal rein. Okay, das war es dann tatsächlich. Mit unserer Hexe. Ist eine diffizile Sache hier. Ach, hier haben wir übrigens noch was. Ah, Flimflam Funkel. Dummkopf. Das habe ich vergessen. Okay. Fex. Echt? Du bist eine Fex. Dein Schutzgott ist Fex. Ist doch eher für unsere Streunerin wichtig, ne? Naja, meinethalb. Ja. So, nächstes. Next one. Also, wir haben jetzt drei. Sind 2 Stunden Steigerung, ne? So, als nächstes haben wir ja gesagt, irgendjemanden vielleicht, ja, jetzt wissen wir noch nicht, ne? Entweder ein Waldelf, ein Auelf. Wir nehmen mal einen Waldelfen. Und der heißt Lesolack. Halt, Lesolack. Ihr versteht, ne? Ihr versteht. Lesolack. Lesolack aus dem Walde. Mal ein anderer. Neue Werte. Und zwar 8. Eieiei. Verdammt, dann zugenommen. Ist halt nicht der klügste. Obwohl, eine 11 sollte schon ein bisschen klug sein. Boah. Wirklich. Wirklich. Hat er nicht das größte Charisma, unser Elf? Hauen wir ihn das mal in Mut? Boah, es wird immer schlimmer, ja. Ja. So, das reicht nicht. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Das reicht nicht für einen Waldelf. Wollen aber einen Waldelf. Boah. Puh. Boah. Hui, 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 hui. Aber jetzt. Oh Gott. Jetzt hätten wir noch einen 13 gebraucht. Leider. Reicht wieder nicht. Hatten wir ein Glück mit unserem Torwaller, ne? Ist ja Wahnsinn gewesen. Dass da gewürfelt wurde. Eine 12, ja? Machen wir einen Fingerfertigkeit, weil der muss ja trotzdem auch seinen Bogen spannen können, oder? Jetzt, das sieht gut aus. Ich glaube, Gewandtheit und Intuition, ne? Brauchen wir 13. Jetzt müsste es passen. Jetzt können wir nur hoffen. Nehmen wir das in Körperkraft? Mut? Machen wir trotzdem mal in Klugheit und das in Charisma. Jetzt ist die Frage, wartet mal, dem seine Goldgier. Ich glaube, die Goldgier war es. Totenangst, Goldgier ist niedrig.
Die muss sehr niedrig sein. Aber, ich sag mal, seine Neugier ist hoch. Goldgier niedrig. Aber glaube ich, ist niedrig bei so einem Waldelfen, oder? Der hat eine hohe Raumangst. Ist sehr wenig jähzornig. Sehr ausgeglichene Waldelf. Wenig Totenangst. Der hat eine hohe. Schade eigentlich beim Waldelf. Aber wir müssen es jetzt nehmen, bis es ist. Ist wahrscheinlich mal von einem Baum gefallen. Als der von einem Baum gefallen ist, hat er eine Höhenangst entwickelt. Also das müsste jetzt ein Waldelf werden. Okay, so, wir haben wieder einen Mann, Lesolac. Der sieht aber fast aus wie Lesolac. Nö? Nö? Ja. Wir nehmen trotzdem den. Okay. Wessen hier können wir jetzt nicht irgendwelche Versuche in irgendwas umwandeln? Halt mal. Handwerk? Attacke? Nee, können wir nicht. Hier bei dem nicht. Bei der Hexe ging's, ne? Okay, also, natürlich in Schusswaffen. Danke. Und das kann man nicht nochmal, ne? So, dann. Ja, auf alle Fälle in Stichwaffen. Ich würde sogar noch in Schwerter. Bei dir. Gehen. Okay. Mehr eigentlich nicht. Doch Wurfwaffen könnten wir tatsächlich, ne? Falls gar nichts mehr geht. So, du bist. Trotzdem werden wir immer als guten Kletterer, auch wenn du Höhenangst hast. Und. Er ist ein hervorragender Tänzer. Ein hervorragender Schleicher. Glaub nicht. Oh, wirklich. Einmal noch. Ja, einmal geht's ja auch noch nicht. Okay. Ich glaube, Körperherrschung war beim Zechen wichtig. Ansonsten wüsste ich es jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein. Den müssen wir jetzt auf alle Fälle hier in die Natur rein. Und zwar ist das ein wahnsinniger Pferdensucher. Der hat eine Orientation, dass es einem fast schon weh tut. Auch die Tierkunde ist super. Pflanzenkunde sowieso. Schade. Wir müssen ihn trotzdem mal in Wunden heilen, ein bisschen nach oben. In Krankheit heilen von mir aus auch. Und den Giftteilen auch. Zumindest eins nach oben, weißt du? So, jetzt können wir nochmal in die Natur rein. Wildnis leben. Und kannst du nochmal Pflanzenkunde? Tatsächlich. Ja, dann ja, war mir klar. Aber da musste ich jetzt mal durch. Oh, du hast. Bei Stichwaffen. Um ehrlich zu sein, bei Stichwaffen werde ich dich mal ein bisschen erhöhen. Beim anderen lassen wir es tatsächlich mal. Oh ja, jetzt geht's hier rund, ne? Auf alle Fälle Balsam Salabunde. Können wir das nochmal?
Sehr schön. Ich glaube, mehr geht's nicht, ne? Zweimal. Okay. Tierhölle. Okay, das andere ist in Ordnung. Panbaladin. Dein Freund, ich bin. Gerne. Mach's trotzdem nochmal. Ich glaube, mehr geht wieder nicht, ne? Okay. So. Panbaladin, dein Freund, ich bin. Das habe ich mal als einziges gemerkt. Zum Beispiel wüsste ich nie, was der Somnigravus ist. Keine Ahnung. So, was ist denn hier? Du kannst nicht viel. Spurlos, Drittlos. Rudem Arcanum kannst du auch. Chamäleon. Komm, das steigern wir mal. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich steigere. So, jetzt müssen wir mal in den Kampf rein. Blitz die Find. Natürlich Fulminictus Donnerkeil. Der ist natürlich äußerst. Können wir hier nochmal nehmen? Ne? Ja. Dann Blitz dich find. Was haben wir da unten noch? Scharfes Auge, sichere Hand, mach mal. Okay. Eisenrost, Plumbumbau. Ja, das andere ist alles. Ignifatius ist halt kaum, ne? Kaum Ideen hier. Wir haben noch 8 Steigerungspunkte. Visibility. Oh, Sichtbarkeit, machen wir mal. Was soll das? See und Fluss. Au, oh, Amatrotz mache ich. Das ist ein Rüstungsschutz, ne? Das weiß ich zufällig, ne? Mehr weiß ich halt nicht mehr, leider. So, was schauen wir denn hier, ne? Flimfarm Funkel, können wir immer. Obwohl, nee, da brauchen wir nichts zu steigern. Ich glaube, bei 5 geht es fast immer. Windgebraus. Warum nicht? Sturmgebrüll. Wir wollen aber Windgebraus. Wo ist denn das? Eolithus. Hier. Das ist, glaube ich, ein Windzauber, ne? Der Pest und Galle. Das heißt rum, kriegst du jetzt. Leider. So, haben wir dich. Haben wir den 4. ne? Oder? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Wie viel haben wir denn jetzt schon? So, speichern wir schnell. Lesulak. Also wir haben den Torwaller, Gedwin. Wir haben die Hexe, Garantula. Wir haben die Schurkin, Serra. Ja. Dann brauchen wir. Da bräuchte man trotzdem mal noch einen Magier. Und dann brauchen wir hier Lesulak, ne? Brauchen wir einen Magier, der tatsächlich, also Magier sollte dabei sein. So ein richtiger Magier. Nicht so was Halbgares. Und wir brauchen noch einen Zwerg. Ja, dann sind wir durch, ne? Magier und Zwerg. Ja, so machen wir es. Also los. Also, als erstes erstellen wir uns einen Magier. Der heißt. Wie? Oder machen wir uns eine Magierin? Dann haben wir 3 Mädels, 3 Jungs. Warum eigentlich nicht? Eine Magierin. Wie heißt die? Eine Magierin. Wie heißt eine Magierin? Morgana.
Eindeutig Morgana. Weiß doch jeder. So, Magierin. Und wir brauchen wieder Werte. Also, wie gesagt, 2 Stunden später, ne? Magier, der braucht Klugheit, Charisma, das war es schon, und wenig Aberglauben, weil der ist natürlich der Wissenschaft verpftet, ne? Wir haben 12. Ja, dann haben wir das schon mal in Charisma. Mut oder eher Intuition? Weiß nicht, ob Intuition wichtig ist. Ne, wird nix. Okay. Das kann man gleich nochmal erledigen. Und auf Besseres hoffen. So, geht schon wieder gut los. Oh Gott, wirklich. Ja, was haben wir gesagt? Das stecken wir in Klugheit, ne? Ja, eindeutig. Ja, das haben wir gesagt. Jetzt passt. In Charisma. Machen wir das in Fingerfertigkeiten? Das ist gut, okay. So, wir haben gesagt, er braucht einen kleineren Wert in Aberglaube. Aber 5 ist noch groß. Ist eher neugierig, ne? Er ist eher raumängstlich, obwohl raumängstlich eigentlich nicht. Höhenängstlich vielleicht. Könnte aber auch ein bisschen todenängstlich sein. Es wird nicht besser. Gold klimpert in seinen Taschen. Wird immer schlimmer. Es ist eine jähzornige Truppe. Ein jähzorniger Magier. Warum nicht, ne? Okay. Okay, aber glaube, würde ich gerne noch ein bisschen kleiner haben. Geht aber nicht. Doch. So, eine welche magische Schule? Wisst ihr, was wir immer machen? Beschwörung. Eigentlich macht man ja immer Kampf, ich weiß. Eigentlich macht man immer Kampf, aber ich mache mal Beschwörung. Dann kriegt man dort mehr Steigerungspunkte, ne? Das heißt nicht, dass dort... Eigentlich macht man immer Kampf. Man macht immer Kampf. Macht trotzdem Beschwörung. Das sind Beschwörer. Magier-Beschwörer, Nekromant vielleicht sogar. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei Sternenschweif, da gab es noch mehr, da gab es noch mehr Charaktere. Mache ich tatsächlich mal. Hier machen wir wieder 0. Hier machen wir wieder 5. Ja, mach mal. Ausnahmsweise verzichten wir mal zugunsten unserer Astralenergie, weil die ist am Anfang recht dürftig. Um nicht zu sagen, das sieht schon mal super aus. Das passt eigentlich zu Morgana. Ja, lassen wir. So. Schwerer auf alle Fälle, weil, wie gesagt, das sind auch Stäbe, soweit ich das noch weiß.
Wurfwaffen machen wir eher noch. Stichwaffen auf alle Fälle. Oh, das war's. Ne? Wollen wir Hiebwaffen noch machen? Wir haben sowieso so wenig Versuche. Lieber nicht. Ansonsten kann die eigentlich schon ziemlich gut hier, was sie kann. Dann würde ich lieber nochmal, weil das braucht man halt doch viel, Wunden heilen und sowas, wisst ihr? Es ist halt trotzdem was, wo wir brauchen werden. Und Krankheit heilen vielleicht auch. Pflanzenkunde, ja, weil die geben auch richtig Geld. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Jetzt haben wir gar kein... Ah, wir haben die Sinnesschärfe vorhin. Die haben wir, glaube ich, bei unserem Elfen nicht, ne? Wir haben nur noch einen Zwergen. Und der ist eigentlich eher für andere Dinge zuständig. Sinnesschärfe würde ich bei hier trotzdem mal ein bisschen... Oh nee, wirklich. Geht das noch? Ja, mach trotzdem mal... Nee, mach mal... Mach trotzdem noch mal Pflanzenkunde. Mach noch mal Wunden heilen, wenn es geht. Ja, das war's, ne? Naja. Waffenlos, yes. Speere, ja. Stichwaffen, ja, meinethalben. So, wo ist Beschwörung jetzt? Ist es Dämonologie? Tatsächlich. Wieso steht denn dort Beschwörung eigentlich? Ja, deswegen nimmt man eben. Deswegen nimmt man eben. Ja, wir schauen gleich mal. Deswegen nimmt man eben Kampf. So, passt auf. Wir gehen mal in die Dämonologie, weil das ist ja Geisterrufen. Hier so ein Heptikon, Grödenei und ein Skeleterius. Pass auf, wir fangen mal an mit dem Skeleterius hier rufen. Das ist eine Dämonologin, ne? Wir schauen mal, ob das jetzt tatsächlich so geht. Gelungen. Gelungen. Jetzt müsste eigentlich theoretisch nochmals sein. Tatsächlich. Schaut an. Dann lohnt sich's vielleicht doch. Und jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr gehen. Wir schauen nochmal. Dann machen wir Heptakrötenei. Vielleicht bringt ihr das doch ein bisschen was, wisst ihr? Also wenn wir eine Dämonologin machen hier. Ja schön, das war's, ne? Jetzt hab ich nicht aufgepasst, ich war in Gedanken. Okay. Furore Blut, yes. Okay. Dann Geister rufen auf alle Fälle. Das geht nicht mehr. Geisterbann. Krähenruf brauchen wir nicht. Okay, so, dann gehen wir mal rüber zu Kampf. Fulminictus. Das geht, glaube ich, zweimal. Oh, ne. Ja, deswegen macht man Kampf. Deswegen macht man Kampf.
Ja, dann machen wir alles. Es geht wirklich nicht, ne? Ach doch. Oh, da muss man aufpassen. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. Es kommt darauf an, wahrscheinlich die Schule hier bei Kampf. Der muss man sich aber auskennen. Okay, hier geht's nicht. Und bei Blitz ging's auch nicht, ne? Okay. Ja, und mehr geht ja hier nicht. Ja, ist klar. Was haben wir hier noch? Scharfes Auge, ne. Saftkraft, Monster, Macht. Blumbumbarum ist gar nicht so schlecht. Habe ich noch in Erinnerung. So, schauen wir. Amatrutz vielleicht auch hier mal. Paralyse? Auf alle Fälle. Mehr geht nicht, ne? Okay. Okay. So, schauen wir weiter. Dunkelheit. Oh, Windgebraus machen wir hier tatsächlich auch. Und das Claudibus war auch für was gut. Bin mir auch nicht mehr sicher für was. Tut mir leid. Schmelze und erstarre. Hört sich irgendwie auch gut an, oder? Oh, wartet mal. Silenzium. Weil wir Flimflam den trotzdem mal. Okay. Foraminor bräuchte man noch. Wo ist denn der? Der wäre wichtig. Wo ist denn Foraminor? Foraminor. Hier oben. Den kann ich, da kann ich mir noch dran entsinnen. Den brauchen wir. So, mehr geht wahrscheinlich wieder nicht. Ne? Motoricus. So, den mache ich, weil ich es kann. Ich weiß auch nicht mehr, um was es da geht. Arcanum. Sensibar, klar und wahr. Benetrizel machen wir auch mal. Ich glaube, da kann man irgendein Feuer anmachen. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt hier... Manche sind hier für die Katz. Ne? Manche der Dinge sind hier für die Katz. Und ja, ich mach's jetzt, aber... Ihr werdet mir dann auf alle Fälle sagen, was ich falsch... Ach, Duplikatus auf alle Fälle. Illusion. Den probiere ich sogar zweimal. Dann kann er sich nämlich duplizieren oder sie sich, um eine Schwere zu treffen. Oder kann ich nicht sogar dann mit zwei? Oder ist die nur schwerer zu treffen? Bin mir da nicht mehr sicher. Oder kann die dann doppelt kämpfen? Ne, ich glaube, die ist nur schwerer zu treffen. Oder das Duplikatbild muss erst angegriffen werden und dann die oder irgend sowas. Oh, 5 Dukaden hast du in deinen Taschen. In Ordnung. So, der letzte Held im Bunde. Der letzte Held im Bunde mit Namen Grom. Eisfaust. Geht es? Kriegen wir das hin? Sehr schön. Grom Eisfaust. Das ist doch ein Name. Wie es ein Zwergen würdig ist. Der wird natürlich keine 174 cm sein. So, neue Werte, okay. Yes.
So ein Zwerg jetzt hier, der braucht Gewandtheit, wie es aussieht, oder Fingerfertigkeit. Der braucht Fingerfertigkeit. Wirklich. Und Riesenkörperkraft. Echt? Fingerfertigkeit? Ein Zwerg. Ja, von mir. So. Der braucht tatsächlich Fingerfertigkeit. Das gebe ich ihm im Mut. Das gebe ich ihm im Gewandtheit. Das gebe ich ihm in Körperkraft. Oh, jetzt wird's gut. Ist ein charismatischer Zwerg, der eine gute Intuition hat. Und ein kluger Zwerg haben wir hier. Wir haben einen absolut klugen Zwerg. Den hätte ich lieber woanders gehabt. Aber okay. Wir bräuchten in Aberglauben einen Siemer Wert. Oh, wenn jetzt kein Siemer Wert kommt, haben wir ein Problem. Ja, und Raumangst muss natürlich klein sein, ne? Das könnten wir in Neugier. Das könnten wir in Totenangst. Oh, hier haben wir einen Siemer Wert. Ein sehr abergläubischer. Oder in Goldgier. Ne, das ist Goldgier, ne? Siemer Wert. Vielleicht mal nicht, dass ich hier einen Blödsinn mache. Natürlich Goldgier, was sonst? Ist ja ein Zwerg. So, und das ist eindeutig in Raumangst, ne? Ich schau noch mal genau. Raumangst. Was ja klar ist eigentlich. So, dann hat er eine absolut große Höhenangst. Abergläubisch, ja, so halbwegs. Und jetzt hoffe ich natürlich auch. Jetzt hoffe ich, dass der Typus passt, weil so schlecht ist er gar nicht. Unser Zwerg. Nee, naja, nee, nee, nee. Zwergin diesmal tatsächlich nicht. Sondern ein Zwerg rum Eisenfaut. Oh, wo ist unser S hin? Eisenfaut. Das ist schlecht. Warum? Wartet nochmal. Name. Chrom. Eisen. Faust. Probieren es nochmal. Ne, jetzt passt. Gut. 1,36. Das sind Zwergen angemessen. Wäre eine Idee? Ob wir noch eine bessere Idee? Zwerge sehen cool aus, finde ich. Wir nehmen den. Der sieht irgendwie gewitzt aus. Der ist ja auch ziemlich klug, ne? Der sieht gewitzt aus. Nach meinem Dafürhalten. Aber natürlich nur nach meinem. So, natürlich eine Axt. Zwerg ohne Axt. Kann der zweimal die Axt steigern? Zufällig. Dann, ja, wir geben immer Schusswaffen tatsächlich. Könnt auch eine Armbrust halten. Wir hauen ihm tatsächlich noch eine Hiebwaffe. Ja, und wir müssen ihn tatsächlich auch in Waffen los. Ah, wirklich. Bitte. So, und den Rest sollten wir tatsächlich jetzt verteilen. Und zwar sollten wir eben ein bisschen schwimmen lernen. Wir werden durch große Flüsse schwimmen. So, das ist schon mal gut. Körperherrschung bekommst du, mein Freund, damit du auch was trinken kannst. Und Zechen ist, es ist einfach ein Zwerg, der nicht zechen kann. Den können wir nicht auf unseren Abenteuern gebrauchen. Können wir eigentlich nochmal Körperherrschung? Oh, schade. Aber langsam wird es zu viel. Ne, wir müssen erst mal warten. Wir haben noch 8.
Was kannst denn du? Wunden heilen? Gerne? Man weiß manchmal nie, für was man es braucht, weißt du? Und Krankheit heilen mache ich auch. Ach, wirklich? Wir brauchen doch noch ein paar Steigerungspunkte für was anderes. Ah! Mist. Na, immerhin. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wir brauchen noch Schlösser. Schade. Und vor allen Dingen Sinnesschärfe. Das werde ich jetzt. Nehmen wir mal Gefahrensinn. Sinnesschärfe. Okay. Ja, so schnell geht's halt durch, ne? So, du mit Äxten. Dich werde ich mal absolut auf Aggressivität trimmen. Aber mit Hiebwaffen einmal. Okay. Ja, waffenlos musst du auch. Das sind Prügelknabe. So. Die achten eher nicht auf ihre Parade. Obwohl, der ist klug. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Aber ich lasse es trotzdem so. So! Und ihr werdet es kaum glauben. Aber wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben's. Ich hoffe, das hat alles gespeichert und nicht alles unter einem. Das wäre natürlich, das wäre der Super-GAU, ne? Das wäre der große Super-GAU, wenn es jetzt alles unter einem gespeichert hat. So, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß am schwarzen Auge wie ich, also an der Steigerung. Und dann geht's halt sehr unregelmäßig dann, ne? Kommen ein paar Folgen. Ciao, ciao. Erstmal.